So, hallo und herzlich willkommen bei LC Performance. Heute 5 Minuten Technik. Wir haben heute mal ganz etwas Besonderes mitgebracht, was wir gerne an unseren Autos verbauen. Warum? Ich habe mittlerweile ja einige anderen davon überzeugt, dass die BBS-Felgen E28, E88, diese Designserie wirklich, ja, für mich vom Designtechnischen her, diese BBS-Felgen sind, die mir wirklich sehr zusagt. Und ich glaube, viele anderen auch. Wir wollten euch einfach mal ein bisschen erzählen über die Sachen, wie sie aufgebaut sind, was eine dreiteilige Felge überhaupt bedeutet, wie man sowas verschraubt, warum, mit was für Anzugsdrehmomente. Nee, das erzähle ich nicht, weil das sonst verknastet mich hier eigentlich, weil es nicht gestimmt hat. Also, ich erzähle euch mal jetzt ein bisschen was über BBS. Die BBS, die wir hier verbauen oder die ihr hier seht, sind E28 Felgen. Das Interessante an der ganzen Sache ist, das sind eigentlich für BBS nur für den Rennsport gebaut worden. Deswegen eintragungstechnisch eher schwierig. Gewisse Sachen mit einem Abroll- und Abrollprüfung bzw. einem Impact-Test und gibt es eine Festigkeitsgutachten dafür, dass man machen kann. Allerdings nicht für Rennsportfelgen. Also Rennsportfelgen sind auch wirklich mit Magnesiumstern nur für den Rennsport. Auch aus dem Grund, ihr müsst daran denken, wenn ihr solche Felgen tatsächlich auf ein Straßenfahrzeug verbaut, die wurden im Rennsport nach jedem Rennen geröntgt. Das bedeutet, auf Risse überprüft und geschaut, dass die wieder funktionieren, weil im Magnesium deutlich rissanfälliger ist als eine Aluminiumlegierung. Interessanter Fakt an der ganzen Geschichte, dieser Felgenstern ist aus einem Audi RS6, der für die VLN gefahren ist. Also das in den vergangenen Tagen wurde dieser Stern speziell entwickelt. Gibt es in Deutschland, müsst jetzt lügen, wir haben einen Felgenpartner, der uns mit diesem Felgen BBS berät, auch beliefert, die Firma Müller Felgen, der wirklich der kompetente Ansprechpartner für uns ist. Wie gesagt, VLN, glaube ich, sind die gefahren worden. Sterntiefe hat es zwei verschiedene gibt, aber wie viele Stückzahlen davon produziert man? Ich glaube 8 oder 12 in den Dreh, also auf alle Fälle sehr, sehr gering. Also den Stern wird es so in der Form wahrscheinlich nicht mehr im Auto geben. Ihr seht also, was interessant ist, gerade an solchen Felgen, die Bundhöhe. Warum? Damals war schon das Thema großer schwimmend gelagerter Bremssattel. Bundhöhe ist? Bundhöhe bedeutet das hier, also die Einpresstiefe bestimmt, okay, ob der flacher ist oder ob er tiefer reingeht. Was bedeutet, hier sieht man die Felgenform innen, das heißt, hier sitzt die Felge auf und hier hat er Platz für die Bremse. Also das ist also von der Aufsitzfläche genauso, dass also wirklich ein großer Bremssattel 4, 6, 8 Kolben da schon reinpasst. Und das in vergangenen Tagen, wir reden vom RS6 der Zeit 2000 irgendwas, also einer der erste mal 4B geheißen. Also das ist der erste Stern, den es damals gab, damals zur VLN-Serie. Interessant an der Sache ist es für uns ganz extrem, weil eben bei dreiteiligen Felgen die Einpresstiefe und die Breite der Felgen eigentlich fast frei wählbar ist. Was bedeutet, durch die Kombination von der Innenschüssel, seht ihr hier in grau gepulvert, zu der Außenschüssel, wo das Felgenbett poliert ist, und dem Stern. Bedeutet, bei der dreiteiligen Felge ist es so, wird aufeinander gesetzt und der Felgenstern, jetzt wird es schwierig für den Korbi, sieht man das? Ja. Genau, kommt oben rein, schaut richtig geil aus mit dem Felgenbett, also für mich ein absoluter Wahnsinn. Über die Breite der Felgenbetten, bei uns jetzt hier eine 4,5 Zoll Außenbett und ein 7,5 Zoll Innenbett. Jetzt kann man sich ein bisschen ausrechnen, mit der Bundhöhe von dem Stern sind wir da bei ET-19, müssen wir sagen, ET-20 in den Dreh. Also eine relativ tiefe Einpresstiefe mit einer sehr, sehr breiten Felge. Ich hoffe, ihr habt jetzt mal mitgerechnet, 4,5 und 7,5. Da sind wir bei 12 Zoll. Also das 12 Zoll mal 18 ist mal eine ganz nette Größe, die eigentlich, könnt ihr mal überlegen, wo die hinkommt. Dürft mal dreimal raten, wo die draufkommt. Man möge uns vergeben, dass wir den Felgenstern weiß lackiert haben, aber Gold passt nicht zu der Farbe bei dem Auto, wo wir das vorhaben. Was noch interessant ist, es gibt ja diese dreiteilige Felge, wo Außenbett, Innenbett und dazwischen der Stern geschraubt ist. Das ist zum Beispiel bei einer normalen BBS RS. Es ist immer mehr in Mode gekommen, den Stern außen zu verschrauben. Bei den originalen Rennsportfelgen war das schon immer so. Ich lüge bei manchen, also zumindest bei der E28 war es so. Und da ist das Interessante, da sind die Felgen nicht von außen geschraubt, sondern von innen. Ihr seht ja, die haben Löcher, da sind aber keine Schrauben drin.
sondern nur so Buchsen. Diese kleinen Buchsen werden da eingesetzt, eingezogen, ziehen sich automatisch ein, beziehungsweise werden eingeklopft, ganz vorsichtig. Und diese Schrauben kommen von innen in die Felge. Das heißt, man sieht nicht den Felgenkopf, sondern einfach nur den unteren Teil der Schraube. Das heißt, die Felge ist von innen geschraubt. Wollte man damals, die Gründe bitte, keine Ahnung, sieht aber mal ein bisschen anders aus. Wer es weiß, soll es drunter schreiben. Genau, bitte. Wer den Grund weiß, warum man die Felgen dann von innen geschraubt hat, soll es einfach mal sagen. Interessante Geschichte. Also, wir hoffen, ihr könnt euch ein bisschen weiterhelfen. Thema BBS E28. Falls ihr Fragen, Kommentare habt, wir werden sie euch bestmöglich beantworten und würden uns freuen auf ein Feedback. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend.